sind die Sozialhummeln und wir bieten persönliche Assistenz für Menschen mit körperlicher Behinderung. Und wir bieten ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit einer psychischen Behinderung, körperlicher Behinderung, geistiger Behinderung oder Menschen mit einer Suchterkrankung. Und wir beraten Menschen mit Behinderung umfassend über unser Beratungsbüro. Hallo, ich bin Silvia. Ich bin seit 2014 bei Sozialhummel. Ich arbeite eher im Hintergrund. Ich bin zuständig für die Abrechnung mit der Pflegekasse. Ja, mein Name ist Jenny und ich mache hier bei Sozialhummel das Bewerbungsmanagement. Ja, hallo, ich bin Lydia. Ich bin seit Oktober hier bei der Sozialhummel und ich arbeite mittlerweile in der Lohnbuchhaltung. Hallo, ich bin Elisabeth. Ich bin seit Ende 2019 hier bei Sozialhummel und berate und schule unsere Kunden und deren Assistenten in allen pflegerischen Belangen. Mein Name ist Uwe Stegemann, Vorstand und Mitgründer von Sozialhummel e.V. Und inzwischen ist so mein Hauptaufgabengebiet im Bereich Finanzen und Controlling. Nichtsdestotrotz bin ich nah dran an allem, was so geschieht, bekomme das mit und gebe bei Bedarf oder Wunsch meinen Input. Mein Name ist Julia, ich arbeite bei Sozialhummel als Teamkoordinatorin. Hallo, ich bin Juan Miao und alle nennen mich Miao wie die Katze. Ich komme aus China und bin seit März 2021 als Tiger bei Sozialhummel. Hallo, ich bin Esther, ich arbeite seit 2020 im November für Sozialhummel als Peerberaterin. Mein Name ist Silke Horn, ich bin Geschäftsführerin des Vereins Sozialhummel und bin für alles zuständig, für was andere nicht zuständig sind, also für die strategische Entwicklung, Geschäftsführung, Mitarbeiter, Kunden, Kundenverantwortung vor allen Dingen. Ich bin die Susanne, ich bin jetzt schon seit ein Dreivierteljahr bei Sozialhummel. Ich bin als Assistentin der Geschäftsführung für so ein weites Spektrum an Aufgaben zuständig, von Kaffeekochen bis Kostenträger. Mein Name ist Melanie, ich bin seit 2015 bei Sozialhummel. Ich bin hier als Teamkoordinatorin und mache den Job auch sehr gerne. Ich kümmere mich um die Kunden, um die Assistenten. Hallo, mein Name ist Sascha. Ich bin 4 Wochen jetzt hier tätig. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, bin im Backoffice tätig. Mein Name ist Gabi, ich bin zuständig für die Finanzbuchhaltung, für die Lohnbuchhaltung, das Zahlenwerk des Unternehmens. Ich bin Myriam und zuständig für die strategische Entwicklung und die Beantragung von Drittmitteln im Verein, aber auch mit Silke zusammen Kundenverantwortliche. Mein Name ist Andrea und ich bin hauptsächlich für die Beratung zuständig. Spezialisiert haben wir uns auf Pflegeberatung und Beratung bezüglich persönliches Budget und eigentlich auch allgemeine Fragen zu Hilfen für Menschen mit Behinderung. Ich bin Marie und Assistentin der Geschäftsführung bei Sozialhummel e.V. die Waage. Sozialhummel ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen mit Behinderung beim selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Dazu bieten wir an, einmal über den Assistenzdienst einfache Assistenzleistungen, die Menschen dabei unterstützen, selbstständig im eigenen Zuhause zu wohnen. Und die Assistenten ersetzen Arme und Beine des Menschen und unterstützen bei der Pflege, beim Einkaufen, bei der selbstständigen Haushaltsführung. Wir haben zu dem Assistenzdienst noch einen weiteren Zweckbetrieb, der ambulant betreutes Wohnen macht, sogenannte fachpädagogische Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Das können Suchterkrankte sein, psychisch Behinderte etc. Wir arbeiten in Köln-Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, alles eine Stunde um Bonn herum. Und wir haben noch ein Beratungsbüro oder Projektbüro in Sachsen, in Grimma. Und als drittes Angebot haben wir ein kostenloses Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung zu allen Themen, die einen als Mensch mit Behinderung interessieren könnten. In der Hauptsache sind das Pflege, Assistenz,
persönliche Budget. Ja, das sind so die drei großen Säulen des Vereins. Und dann haben wir noch eben unsere ideellen Hilfen, versuchen ein bisschen über Öffentlichkeitsarbeit aufmerksam zu machen auf Probleme, versuchen eben alles, die Menschen nicht alleine zu lassen mit ihren Problemlagen, die sie haben, weil sie nichts dafür können, sondern weil die Umwelt falsch gestaltet ist. Also ich glaube, was uns von anderen Assistenzdiensten unterscheidet, ist das Rundum-Betreuungspaket, was wir anbieten. Wir bieten eben nicht nur an, ja, deine Bewilligung, gib sie her und wir stellen dann Assistenten ein, sondern wir machen eine umfassende ehrenamtliche Beratung. Wir machen die Pflegeberatung auch unabhängig davon, ob es ein Kunde wird oder nicht und auch unabhängig vom Umfang der Leistungen, die derjenige braucht. Wir bieten das Komplettpaket an Unterstützung, wenn es um das Leben mit Assistenz geht, und zwar von der Antragstellung bis hin zum Wechsel ins Arbeitgebermodell, wenn das gewünscht ist. Sozialhumel hat eine Kooperation mit einer sehr gewieften Rechtsanwältin im Bereich persönliche Assistenz, persönliche Budget, und Sozialhumel boxt gratis für seine Kunden alles bei den Kostenträgern durch. Und wir gehen als Sozialhumel auch mit einem hohen Risiko teilweise in die Versorgung. Also es kann sein, dass wir ohne weiteres mal mehrere Monate kein Geld kriegen, mit über 100, 120.000 Euro in Vorleistung gehen. Das sehen wir aber als Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung, das ist uns wichtig. Und das ist auch einer der Hauptbeweggründe, warum wir Sozialhumel als Verein konzipiert haben, weil uns eben wirklich die Interessenvertretung in diesem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Und wir wollen das nach Kräften unterstützen. Also sagen wir mal, vor 30 Jahren gab es das mit dem persönlichen Budget so noch nicht. Und es gab diese Versorgung im Arbeitgebermodell noch nicht. Der Uwe ist quasi ein Vorreiter, als es um seine persönliche Versorgung ging, dass er gesagt hat, ich kann nicht einen Pflegedienst beschäftigen, der mir quasi jeden zweiten Tag einen neuen Mitarbeiter in mein Team steckt. Ich muss den ausbilden, ich muss dafür sorgen, dass der im Haushalt lernt. Ich brauche vernünftiges Personal, was auch stetig immer da ist. Und er war mit einer der Ersten, die das quasi durchbekommen haben, dass diese Menschen, die geistig fit sind, aber körperlich schwer behindert, dass sie ihre eigenen Assistenten einstellen durften. Das nannte man Arbeitgebermodell. Da gab es aber noch nicht das persönliche Budget. Das persönliche Budget gab es erst 2008. Persönliches Budget ist, der Mensch mit Behinderung bekommt das Geld auf sein Konto und kann damit seine Hilfen einkaufen. Ob er jetzt Löhne davon bezahlt oder einen Dienstleister, das ist erstmal davon unabhängig. Sozialhumel e.V. gibt es seit 2012. Die Initialzündung zur Gründung war auf meine Initiative hin, weil ich seit über 30 Jahren selber privater Arbeitgeber war und irgendwann auch mal dachte, in Rente zu gehen. Da man als privater Arbeitgeber eigentlich nie in Rente geht, weil man ja dann immer Assistenten hat, dachte ich, da muss es eine Lösung geben. Und die Lösung ist ein Assistenzdienst. Wir haben ganz klein angefangen, quasi mit Uwes Team. Und dann kam kurze Zeit später ein anderer Kunde dazu. Das war alles sehr klein und familiär. Das habe ich quasi auch noch alles selber gemacht, mehr oder minder. Uwe hat die Beratung gemacht, die Kundenberatung. An dem tatsächlichen Konzept des Assistenzdienstes haben wir dann natürlich nach der Vereinsgründung was länger dran gearbeitet, weil wir uns natürlich überlegen mussten, was sind so unsere Kriterien, was wollen wir
besser machen als andere. Mir war bei Gründung des Vereins immer am wichtigsten, dass die Selbstbestimmung der Kunden das Maß der Dinge ist. Wabe kümmert sich um den Bereich ambulante Eingliederungshilfe. Das heißt, wir kümmern uns um Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen und versuchen sie am normalen Leben teilhaben zu lassen, weil ihnen das aufgrund ihrer Erkrankung nicht möglich ist. Wir bieten quasi diese beiden Bereiche parallel an. Ist auch notwendig bei unserer Kundschaft teilweise, dass die sich auch erstmal gewöhnen müssen, mit Assistenz zu leben. Nicht jeder ist von Geburt an behindert oder manchmal tritt auch eine fortschreitende Behinderung später erst ein. Und da jemanden in sein Leben zu lassen oder in seine Wohnung und das 24 Stunden am Tag, das ist schon nicht immer einfach. Dann ist es schon gut, wenn man auch sagen kann, wir bieten die pädagogischen Fachleistungsstunden an, dann hast du jemanden, mit dem du darüber reflektieren kannst. So haben wir dann auf jeden Fall diese beiden Zweckbetriebe, die sich gegenseitig unterstützen. Meine Aufgabe ist, ich bin so die Frau, die im Hintergrund alle Fäden zusammenhält. Habe ein Team von 8 Leuten, die schicke ich raus. Das heißt, die kümmern sich um die Menschen vor Ort. Oft mache ich aber auch die ersten Gespräche mit den Leuten, schätze das dann ein. Was können wir für sie tun? Wie ist es umsetzbar? Welche Erkrankungen liegen vor? Habe dann auch in meinem Team meine Spezialisten, die sich um bestimmte Sachen besonders gut kümmern. Aber immer zusammen mit den Menschen. Nie, dass wir sagen, wir übernehmen das für sie. Nein, es geht immer um die Zusammenarbeit und das Zusammenumsetzen mit diesen Leuten. Das ist eigentlich unser Ziel, dass die Menschen, wenn wir zu Ende betreut haben, wieder in der Lage sind, alleine ihren Tagesablauf zu bestimmen und das mit Freude. Ich arbeite gerne bei Sozialhummel, weil es ein bisschen ein anderes Arbeiten ist. Erstens ist mein Aufgabengebiet sehr umfangreich, ist nicht so stupide wie eine Sachbearbeitung in irgendeiner Buchhaltung. Und ich habe halt einen ganz anderen Hintergrund. Also ich arbeite nicht für den 5. Porsche des Geschäftsführers, sondern für einen sozialen Verein mit einem Hintergrund, der eben mir persönlich auch viel besser gefällt als in der freien Wirtschaft. Mir liegt wirklich sehr, sehr am Herzen, zu sehen, dass die Menschen mit Behinderung auch ein eigenständiges Leben, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Das finde ich schön und mir bereitet einfach Freude und das zu sehen, glückliche Gründer, glückliche Assistenten zu sehen. Das Besondere bei uns, bei Sozialhummel zu arbeiten, ist, dass wir weder den Kunden in den Mittelpunkt stellen, in der Assistenz, noch den Assistenten. Also wir versuchen, beide Seiten zu sehen. Natürlich haben wir es zum Ziel, die Menschen mit Behinderung zu unterstützen, aber dazu brauchen wir auch das beste Personal. Und das bekommen wir ja auch nur, indem wir auch assistentenorientiert denken. Die Wünsche, die sowohl Kunden als auch Assistenten haben, wie die Assistenz abläuft, sind so vielfältig, wie die Menschen selber sind. Also Teamkoordinatoren sind überwiegend für die ganze Planung zuständig. Die Planung, dass der Kunde rund um die Uhr versorgt ist. Jeder Kunde von uns hat ein eigenes Team. Das heißt, wir können auch nicht mal gerade aus anderen Teams mal jemanden rausfischen, den wir dann zum Kunden schicken, sondern wir müssen halt sehen, dass wir innerhalb des Teams, die meistens aus 7 bis 8 Mitarbeitern bestehen, schauen, dass es alles läuft. Und das rund um die Uhr und den ganzen Monat lang. Also vor allem einfach so dieses Individuelle, dass jeder Mensch irgendwie besonders ist und wir eben schauen müssen, welche Präferenzen hat der Kunde oder die Kundin jetzt, also was passt dazu. Und das ist halt ja so eine kleine Schwierigkeit und ich finde aber auch so eine Besonderheit in dem Bereich, in dem wir arbeiten. Ne? Also so in diesem sozialen Bereich ist man eben tagtäglich mit Menschen zusammen und man muss immer schauen, dass das halt letztendlich zusammenpasst und jeder glücklich ist miteinander. Es ist eine total wichtige Aufgabe, weil darauf kommt es an bei uns, dass wir ein gutes Assistenzteam zusammenstellen, was passt für den Kunden, dass die auch super zusammenpassen, dass die gerne miteinander arbeiten, dass auch das Team so zusammengestellt ist, dass die sich gerne gegenseitig vertreten. Da stecken wir sehr viel Arbeit rein und das ist uns unheimlich wichtig, auch in der Qualität. Wir sind auch
meines Wissens nach der einzige Assistenzdienst, der Supervision nicht nur für Assistenten, sondern auch für Kunden anbietet. Ja, es finden regelmäßig Supervisionen statt im Team, auch mit dem Kunden alleine, zusammen mit dem Kunden oder eben auch, wenn gewünscht oder wenn notwendig, auch als Einzelsupervision. Alles natürlich mit dem Ziel, das Team zu erhalten oder zu stabilisieren. Also was uns wichtig ist, ist die Nähe zum Menschen, also die Nähe zum behinderten Menschen, der konkret Hilfe und Unterstützung braucht, und zwar in allen Belangen. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt möglichst gewinnorientiert eine punktuelle Hilfe geben, sondern wir den Menschen ganzheitlich unterstützen möchten, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Ich glaube, das unterscheidet uns schon sehr von anderen Anbietern, nicht nur in puncto reiner Assistenz oder den 2 Stunden Betreuung durch eine Fachkraft die Woche und dann ist der Mensch nicht mehr gesehen. Dass wir versuchen, ganzheitlich zu unterstützen und auch eben aus der eigenen Betroffenheit der Geschäftsführung heraus auch das ganz anders angehen als jetzt große gemeinnützige Organisationen oder eben auch Betriebswirte, GmbHs, die rein gewinnorientiert arbeiten und dann eher den einzelnen Menschen aus den Augen verlieren. Zur Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung haben wir ein Beratungsbüro für Menschen mit Behinderung. Das ist ein kostenloses Angebot, wo wir Mitarbeiter haben, die sehr geschult sind im Pflegebereich, zum Beispiel Pflegegutachter sind, eine Ärztin. Ja, es wird auch aus ganz Deutschland angerufen, Hamburg, Berlin, alles dabei. Die dann fragen, wie komme ich an Assistenz, wie beantragt man das, wie viele Stunden bekomme ich, wie hängt das vom Pflegegrad ab und so weiter. Hilfen für Menschen mit Behinderung ist ja sehr, da fällt ja sehr viel drunter, von Hilfsmitteln, Pflegeberatung etc. Wie gehe ich mit dem Assistenten um oder wie kann ich in Urlaub fahren? Kann ich überhaupt noch in Urlaub fahren, wenn ich Assistenz bekomme? Und was mache ich im Krankheitsfall und so weiter? Peerberatung heißt, Menschen mit Behinderungen werden von Menschen mit Behinderungen unterstützt und begleitet und beraten auf Augenhöhe, weil viele Dinge, die meine Ratsuchenden erlebt haben, habe ich auch schon erlebt. Von daher kann man sagen, man versteht sich einfach in vielen Lebenslagen besser, als wenn das jemand macht, der eben nicht, keine Behinderung hat. Die Pflegeberatung, die berät ja, über das Fachliche, ne, über Abrechnungsmöglichkeiten. Dafür ist dann die Silvia zuständig. Ne, da kann man dann die Silvia fragen, wie funktioniert das. Ne? Also ich setze mich dann mit der Pflegekasse auseinander. Das ist eine Abteilung praktisch von der Krankenkasse. Ja, bereite Unterlagen vor für meine Kollegen von der Pflegeberatung. Mein Thema ist halt alles, was nicht mit Abrechnung zu tun hat, sondern was sind mögliche Leistungen und wo kann man irgendwie die Pflegehilfsmittelausstattung noch verbessern, die Maßnahmen noch verbessern. Also wenn es zum Beispiel auch um Prophylaxen geht in der Pflege, worauf kann ich achten, welche Handlungsmöglichkeiten gibt es bei Pflegeproblemen zum Beispiel. Ja, es geht häufig zum Beispiel darum, dass ein Pflegegrad erhöht werden muss. Und die Pflegekassen da manchmal auch, sagen wir mal, dass die Kunden damit vielleicht auch überfordert sind, ne, mit so einer Begutachtungssituation. Und da unterstützt sich dann. Der Dienstplan sieht sehr gut aus, den ich hier fertiggestellt habe. Ich finde es halt schön, dass wir hier alle unterschiedlich sind und auch aus verschiedenen Bereichen kommen, ganz verschiedenen Bereichen. Und dass wir uns einfach sehr gut ergänzen können. Ne? Also der eine hat die Stärken, der andere die. Und dass man weiß, wo man was fragen kann. Das finde ich gut und sag ich mal, das Gesamte ergibt dann halt ein tolles Unternehmen. Der Hauptgrund ist dieser
dass man hier mit Menschen für Menschen arbeitet und das immer auf Augenhöhe. Wir haben hier kein großes hierarchisches System. Ja, kein ich bin hier der Chef und setze mich jetzt hier durch, sondern es ist sehr kollegial, man entscheidet im Team. Die Arbeit ist auf Augenhöhe eben, weil alle das gleiche Ziel haben, nämlich Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg in die Selbstbestimmung oder im selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Und ich glaube, das ist immer so im Fokus der Arbeit hier. Und das ist auch das, was den Reiz ausmacht, das Menschliche. Was ich besonders schätze an der Arbeit bei Sozialhummel ist, ja, dass ich so viele Sachen, die ich im Laufe meines ja doch schon recht langen Berufslebens gelernt habe, auch einbringen kann. Aber hier wird das genutzt und geschätzt, was ich gelernt habe. Also es geht nicht so starr drum, du hast die Aufgabe und das machst du, sondern das sehe ich auch bei den Kolleginnen, dass wirklich versucht wird, auf die Stärken und Kompetenzen der Mitarbeiter Rücksicht zu nehmen. Wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Einschränkungen, die halt selber auch ein Handicap haben, und auch darauf wird Rücksicht genommen. Uns ist total wichtig, unsere Werte. Also das hat ja auch was damit zu tun, wir haben den Verein gegründet mit einem gewissen Hintergrund. Dem Uwe war es immer wichtig, er kann die Kunden aus dem Wohnheim oder aus dem Elternhaus rausholen, sodass sie selbstbestimmt leben können mit Assistenz. Und mir ist es im Team unheimlich wichtig, dass sich alle gut verstehen und dass sie alle gut zusammenarbeiten. Es ist natürlich wichtig, dass sie ihren Job machen, klar. Aber wir haben mit Menschen zu tun und dementsprechend ist es wichtig, dass es hier im Team passt. Weil wenn es hier nicht passt, dann passt es auch in den anderen Teams nicht. Also was ich halt wirklich toll finde an den Kolleginnen und dem Kollegen jetzt, man hat den Eindruck, dass sie nicht alle, also alle nicht nur fürs Geld arbeiten, sondern sie sind alle mit Herz und Seele dabei und machen sich Gedanken ins Gesamtunternehmen und nicht nur, ach, ich mache meine 8 Stunden. Also da hängen die Leute schon alle sehr dran. Und so unterschiedlich wir alle sind, das schätze ich sehr, dass dieses persönliche Engagement einfach da ist. Ja, die Aufgaben der Zukunft sind, dass wir immer ein waches Auge darüber haben, wie sich die politische Situation entwickelt oder wie Gesetze geändert werden, gerade in dem Behindertenrechtsbereich. Es geht immer ums Sparen, es geht darum, dass vielleicht auch Assistenzleistungen irgendwann gepoolt werden sollen. Das heißt, es sollen sich dann mehrere Kunden vielleicht einen Assistenten teilen. Das sind alles Modelle, die wir im Blick haben müssen. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir da rechtzeitig entsprechend agieren. Da sind wir auch politisch aktiv, sodass wir auch immer gucken müssen, wir wollen diese Firma zukunftssicher machen. Wo sehe ich den Verein in 10 oder 15 Jahren? Das ist ehrlich gesagt eine schwierige Antwort, wo wir mal so knapp an den 10 Jahren kratzen und uns enorm entwickelt haben. Also meine Idee, dass die Angebote von Sozialhummel als Verein für Menschen mit Behinderung einfach noch umfassender, noch passgenauer werden, was mit Sicherheit im Rahmen der aktuellen Politik eine Herausforderung sein wird, die wir aber gerne annehmen.